zurück zu Let's Play Need for Speed Payback und der Planung des Outlaws Rush. Das Haus wird versuchen, uns aufzuhalten. Rechnet mit Killswitch-Wagen und heftiger Cop-Präsenz. Jess, sind wir bereit? Wir werden sie fertig machen. Gut. Mac? Alles geklärt. Meine Gang und ich werden den Cops Feuer machen. Und Rev? Ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet. Oh, Tyler, sobald du weißt, mit welchen Wagen du den Rush fährst, solltest du dafür sorgen, dass sie perfekt abgestimmt sind. Klar, wir sehen sie uns nochmal an. Ja. Okay, na dann. Stürzen wir mal das Haus. So. Wo müssen wir hin? Da ganz unten geht's weiter. Eieiei. The Outlaws Rush. Na dann. Also, dann müssen wir noch einen kleinen Umweg fahren. In Ordnung. Hoppala. Scheiße. Die Frage ist... dem Auto machen. Tyler? Tja, du bist also im Rush. Tu nicht so, als wärst du überrascht. Du wusstest, dass ich es schaffe. Es ist nicht irgendein Barrier-Straßenrennen mit Jess und den Jungs, Tyler. In der realen Welt reicht es nicht, der Beste zu sein. Glaub mir, ich hab's versucht. Du konntest mich schon damals nicht schlagen, Lina. Und obwohl du jetzt Geld und das Haus im Rücken hast, schlägst du mich immer noch nicht. Für dich ist alles ein Rennen, Tyler. Und das wird sich nie ändern. Ich werde dich nicht nur schlagen. Ich werde dich vernichten. Na dann schauen wir mal. Ach, guck an. Du hast es also tatsächlich ins Rennen geschafft. Und ich bin hier, um dich zu schlagen. Oh, Tyler. Jeder Fahrer wird dich fertig machen, weißt du? Jeder Cop in der Stadt wird dich verfolgen. Du bist nichts als ein Loser, der mir im Weg steht. Und deine Glückssträhne wird enden. Genau da liegst du falsch. Hier geht es nicht um Glück. Na dann, los geht's. Runde 1. Jess, Mac, es ist soweit. Du schaffst das, Ty. Viel Glück. Ich hab schon Navarro gesagt. Glück hat damit nichts zu tun. Wir starten es nochmal neu. Muss ja nicht sein, dass wir gleich von Anfang an den Leuten hinterherfahren.
So. Jazz, Mac, es ist soweit. Du schaffst das, Ty. Viel Glück. Ich hab schon Navarro gesagt. Glück hat damit nichts zu tun. Es ist soweit, Racer. Der Outlaws-Rush beginnt. Die Drohne ist in der Luft. Ich melde mich, falls Lina irgendwas versucht. Diese Typen sind die besten Racer des Landes. Vergiss nicht, um eine Runde weiterzukommen, reicht es, in der oberen Hälfte zu landen. Danke, Jess. Aber du kennst mich. Wenn ich fahre, dann um zu gewinnen. Schon klar. Das hoffe ich mal. Toll. Ich kenne einige der Wagen. Horseman, Mavile, Nova, mach den Platz. Ihr wollt mich wohl verarschen. Ah, sowas. Nobody will immer noch die Welt retten. Mr. Morgan, bist du bereit für dein Ende? Der Collector will einen Abriss. Und ich werde ihn durchführen. Das sieht nicht gut aus. Es gibt Ärger und er nimmt direkten Kurs auf Tyler. Man muss auf jeden Fall im richtigen Moment rüberziehen, dann können einem die gar nichts. Oh. Das war nicht der Plan. Nee. Racer, unser Freund Tyler. Hey, das habe ich dir erstmal abgelegt. Start hin und geht schon früh in Führung. Das hat sie total aus der Fassung gebracht. Nicht fair spielen. Also bleib dran. War doch klar, was anderes haben wir nicht erwartet. Oh ja, Mann. Nur noch 15 Kilometer. Jetzt wird es wieder kurvenreicher. Nicht schön. Ihr habt doch eh keine Chance. Sagt das nicht. Der Outlaws Rush geht auf die Schmuggler der goldenen 20er zurück. Ganz genau. Daher das Outlaw in Outlaws Rush. Komm, quatsch mich mal jetzt nicht so zu. Du musst schließlich fahren, Mädel. Halt so wild. Was sagst du? Sehr gut, Ty. Die erste Etappe ist halb rum und geführt. Oh, wie schön. Was ist das hier wie Gift für mein Auto? Steht mir auf gerade Strecke. Gebt doch einfach auf! So. Nicht so. Ach ja. Hoffentlich wird das jetzt was gleich vom ersten Mal. Ich hab halt mal Offroad-Gedöns. Das gefällt mir überhaupt nicht. Beherrscht ihr die Blacklist, den Speed King besiegt, den Run absolviert, dann willkommen beim Outlaws Rush mit der ultimativen Herausforderung. Boah, warum lenkt er denn nicht ein? Hey, ich wollte nur sagen, halt schon mein Buch. Im übertragenen Sinne natürlich. Klar, danke. Gewinn einfach, denn wenn ich mein Casino verliere, breche ich dir wirklich die Beine. Ich mach nur Spaß. Nein, mach ich nicht. Whatever. Wer nicht verlieren. Tyler liegt trotz heftiger Eingriffe durch das Haus in Führung. Wenn er in der oberen Hälfte bleibt, qualifiziert er sich für die nächste Etappe.
wow. Okay, ich kann das Ding gewinnen. Nur noch 5 Kilometer. Mein Gott, ey, das sitzt sicher wie Kaugummi. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ich glaube, das Offroad-Rennen hat, das wird ein bisschen schwieriger. Ich wundere mich, dass die Gegner so schwach sind jetzt hier. Ist keiner hinten dran. Und den blöden Enforcern lassen auch alle weg. Das Observatory ist nur die erste von drei Etappen im Outlaws Rush. Und wenn ihr die schon schwierig findet, Racer, dann macht euch im Offroad-Abschnitt auch was gefasst. Ja, das wird das Problem sein, der Offroad-Abschnitt. Ich bin fast beim Observatory. Du bist in Führung und dein Offroad-Wagen wartet. Zieh durch, Tyler! Einfach nicht um die Kurven. Auch nicht mit der Handbremse. Das ist ein Gift hier. Kommt nicht rum. Glücklich sein, dass wir so einen Vorsprung haben. Der mit seinem Lamborghini da bestimmt rumbrettern kann. Ist sonst was. So, Ziel. Chugga. Tyler Morgan gewinnt die erste Etappe des Outlaws Rush. Das Kärtchen? Nein, es gibt wieder kein Kärtchen. Worauf wartet ihr? Erledigt ihn. Dann setzt andere Crews ein. Was heißt das? Sie sind alle raus. Okay, informier die Cops. Niemand darf durch, außer unserem Mann. What? Die Fahrer haben auf ihre Offroad-Autos gewechselt. Jetzt wird's richtig schmutzig. So wie ich es mag. Ja, ich bin Spielverderber. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin.